Sehr aufmerksam. Eine Menge rosa Holz. Kannst du doch mit Sicherheit gebrauchen. Naja. Jetzt baue ich mal... Na toll, jetzt ist meine Spitzhacke kaputt. Kann ich wieder zurückrennen, ja. Ach. Ich brauche mehr Eisen. Habe ich noch Eisen? Boah, da ist ein Komet runtergekommen. Wo? Ich habe ihn auch gesehen, Der, wo ist er, Hinten, hier hinter dem Haus ist er irgendwo gelandet. Ach hier. Da ist runtergefallen. Wow, was hast denn du jetzt eingesammelt? Ah, Zombie. Rare. Wow. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin, was denn? Ich bin hier runtergefallen in ein Loch. Scheiße. Der Zombie, den wollte ich killen. Da stand irgendwas mit selten dran. Kannst du dir den mal vorknöpfen mit dem Schwert am besten? Ich bin gerade in meinem Haus. Ich muss mir erst ein Schwert machen. Das ist irgendwie ein seltener Zombie. Wenn der dich trifft, verdunkelt der die ganze Umgebung. Wo ist denn der jetzt hin? Der steht vor deiner Hütte. Ich weiß, ich habe ihn zu mir gelockt. Da steht drauf, Rare Reckless Zombie of Conflagration. Der hat 66 Energie. Boah, wow, heiliger Shit, ich hau ab. Hau mal ab vor dem. Hilfe! Ich glaube, den kann man schon ein bisschen... Komm schnell in mein Haus. Ich will den... Ja, ich... Komm rein, komm rein, ich versuch den vor deinem Haus Platz zu machen. Nein. Boah. Wow. Komm in mein Haus, komm in mein Haus, komm schnell. Guck mal, der hat nur noch 38 Energie. 27. Okay. 16, 11. 5-0, ich habe ihn besiegt. Wow. Heiliger, was war denn das für ein Viech? Und ich habe Star Piece. Was ist denn das für ein kleines Bollending? Okay. So, was hat der jetzt fallen? Wow. Das ist ja was? Nice. Der Zombie hat einen Enchanted Book Smite Level 3 gedroppt. Ich weiß jetzt nicht, was Smite heißt. Was ist ein Smite? Das englische Wort für Smite, Smite 3. Auf jeden Fall habe ich ein Verzauberungsbuch von dem Zombie bekommen. Das heißt, ich kann irgendeine Waffe oder einen Gegenstand verzaubern. Okay. Mit Smite Level 3. Jetzt frag mich nicht, was Smite ist. Gute Frage, nicht die Frage. Genau, ich wollte wegen Eisen gucken. Und du, die Fee, die hat was gedroppt? Oder diese Sternschnuppe, was ist das? Star Piece hat das gedroppt. Star Piece? Mhm. Okay. Aber frag mich nicht, was das ist. Was ist das? Keine Ahnung. Gute Frage, nächste Frage. Ja. Irgendwas mit Sternen hat es anscheinend zu tun. Ja. So, das Buch tue ich mal hier rein. Hier tue ich eher die selteneren Gegenstände lagern. In meiner anderen Geheimtruhe. Aber so, ich empfehle dir, so seltene Monster zu killen, weil die droppen anscheinend echt gute Sachen. Und ich meine, so ein Zombie kriegt jeder platt. Es ist jetzt kein Drache oder sonst was gewesen, sondern stinknormaler Zombie, nicht wahr? Zombie? Der hat einen zwar verbrannt gemacht, aber hat man noch gut aushalten können. War zwar ein bisschen warm an den Füßen, aber ansonsten... Was mir auch auffällt, wir sind so dumm und haben noch nicht mal eine Rüstung. Wir sind ja auch voll die Harten. Voll Hardcore, wa? Nur die Harten kommen in den Garten. Auf jeden Fall. Komplett ohne Rüstung wird hier gearbeitet. Ich würde mal interessieren, was ist das hier oben? Machen wir gleich ein Hardcore-Let's Play draus. Komplett ohne Rüstung. Nein. Ohne Regeneration und sonst was. Du bist doch vorhin schon mal gestorben, ne? Ja. Hast du da Hunger regeneriert oder sowas? Oh, da geht's noch weiter. Ach so, das war das Loch von vorhin. Keine Ahnung. Also ich glaube, hier regeneriert man irgendwie ziemlich schlecht. Was ist denn das da? Weißer Sand, da haben wir noch ein bisschen Eisen. Ein Eisen ist ja nix. Da haben wir noch ein bisschen Stein. Stein, 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 so muss das sein. Ich lass mich mal hier hinabgleiten. Vor deinem Haus steht eine Spinne. Soll sie da rumstehen? Ich gleite hier gerade in eine Höhle hinab. Dann gleit mal. Oh, und hier ist nichts mehr. Sackgasse. Toll. Super. Darf ich den ganzen verflixten Weg wieder hochschwimmen? Das geht ja so super schnell hier. Was ist das? Scheiße.
Nein, schwimm schneller, Forest. Forest, schlimm. Oh, was ist denn das da oben? Ist das Eisen? Nee. Was ist das denn? Mal gucken. Aluminiumohr. Ich habe Aluminium gefunden. Okay. Kann ich damit ein Flugzeug bauen oder was? Kann man damit machen? Keine Ahnung. Aluminium. Okay, hätten wir auch Aluminium. Wo ich keine Plan habe, was Aluminium so macht. Mach ich immer die, keine Ahnung. Die Wasserquelle zu, das nervt ja. So, Redstone leuchtet ein wenig, das finde ich auch ganz nice. Da haben wir noch ein bisschen Lapis. Was wir auf dem Piss. Was ist das hier, bitteschön? Das baue ich auch mal ab. Kann ich nicht abbauen. Hast du auch schon mal gesehen, solche Steine mit goldenen Punkten drauf? Die kann ich nicht abbauen. Ja, ich glaube, da brauchst du einen. Ach, hier ist Babywood. Eisenspitzhacke für. Das kann sein. Oder die. Hier stehen genau dieselben neben dem Haus, bloß mit silbernen Punkten drauf. Mhm. Oder Diamant. Diamant. Kann natürlich ja, auch ist sein. Ist möglich, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was das bringt. Die fliegen hier auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es lustig, dass diese Materialien überall an der Oberfläche rumliegen. Ja. Ah, hier habe ich noch Eisen gefunden. Ich gehe hier gerade ein bisschen auf die Hölle-Tour. Okay. Sollten wir eigentlich auch zusammen machen. Ja. Aber ich mache es ja nur im Moment mal kurz, weil ich ein bisschen Material brauche. Oh, hier ist wieder Aluminium. Okay. Wieder eine ganze Ader Aluminium. Ich mache ja nur ein bisschen mein Haus. Was ist das da? Lol, was ist das denn? Was? Ich baue hier irgendwelchen Sand ab, da sind Knochen drin und da fallen auch Knochen raus. Müll. Ist sehr cool. Okay. Knochenstein gibt's hier sogar. Knochenstein, oh Gott. Also zumindest fallen da Knochen raus. Also ich nenne den jetzt so. Ich sehe nicht, dass ich den irgendwie so eingesammelt habe. Also der heißt jetzt aber nicht direkt Knochenstein. Nee, ich glaube, das ist Cobblestone, aber da fallen auch Knoggers raus. Knoggers? Knoggers. Okay. Was haben wir hier? Das ist wieder Logis. Kupfer. Ich glaube, Kupfer gab es ja so auch nicht in Minecraft früher, ne? Nee. Kupfer ist neu. Das verwechsel ich nämlich alles gerade. Wie gesagt, das hatte ich dir vorhin schon mal erwähnt. Das erinnert mich alles sehr stark an Terraria jetzt. Hm. Weil da gab es auch Kupfer und da gab's. Hast du hier Bäume gepflanzt oder seit wann sind hier Bäume? Ja, die hatte ich vorhin gepflanzt, weil es da so wenig gab. Und ich wollte da einfach ein bisschen mehr Baum haben. Ich pflanze mal jetzt auch noch hier Bäume. Weil ich ja das Holz so gebraucht habe. Eieieiei. Ja, vor allem finde ich es auch lustig, dass sie hier Chocobos integriert haben. Die Viecher aus Final Fantasy. Und hier gibt es irgendwie verdammt viele Diamanten. Hier findest du in jeder Höhle irgendwie Diamanten. Hm. So, da haben wir noch mehr Eisen. Pff, verkackte Fliege. Wollte mir in die Kusche reinfliegen hier. Ach, das ist ja wieder typisch Fliege. Ja. Und noch mehr Kohle. Typisch verkackte Fliege, wa? Typisch. Typisch. Das ist echt typisch. Ich würde vorschlagen, ich hätte auch mal Bock dann, wenn wir soweit sind und das Haus gebaut haben. Genau, wo bin ich jetzt hier? Dass wir vielleicht mal eine richtig coole Höhlentour machen, bis tiefer runter und so. Können wir auch auf jeden Fall machen, ja. Ich bin ja so der Fan von Höhlentouren eigentlich, weil das ein bisschen Abenteuer ist. Oh, da ist Lava, deshalb ist das so hell, okay. Die Lava sieht in diesem Texture Pack auch sehr lustig aus, muss ich sagen. In diesem Cartoon-Flavor wieder. Schön hell auch. Schönes Muster. Hat was. Mhm. Das stimmt. Ja, also allgemein auch mit dem Redstone finde ich das ganz cool, dass der leuchtet da direkt, dass der so hell macht. Ja, das habe ich mich auch schon gewundert. Warum macht Redstone das hell? Cool. Das ist ja nicht normal. Oh, jetzt ist schon wieder eine Spitzhacke kaputt. Hm. Ja, dann gehen wir erstmal zurück. Soll ja erstmal reichen, weil ich will jetzt nicht zu fette Höhlentouren machen. Das will ich ja dann mit The Butz machen. Mit The Butz, genau. Und The Butz ist immer noch mit der Haus beschäftigt.
Ich habe jetzt erstmal ein bisschen Eisen gesammelt, dass wir uns kleines bisschen vielleicht ausrüsten können schon. Beziehungsweise erstmal überhaupt mit, da steht immer noch Butzis Grabstein. Ja, der bleibt da. Wir könnten auch mal versuchen, die Grabsteine abzubauen. Das mit den Grabsteinen erinnert mich auch, das war das erste Element von hier, was mich an Terraria erinnert hat. Da gab es auch Grabsteine. Ja. Wo drauf stand, durch was man getötet worden ist. Und die hat man sich dann meist abgebaut und hat sie auf den Friedhof gestellt. Und dann hat man überall Grabsteine von sich selbst stehen gehabt. Lol, okay. Man ist zigmal gestorben. 12 Tode gestorben. Ja. Oh Mann. So. Müsste man mal probieren, ob man hier auch die Grabsteine abbauen kann. Dann könnte man nämlich mal einen Friedhof bauen, wo dann immer drauf steht, wie man schon gestorben ist, wie oft. Andererseits, Idee, ja. Andererseits ist es natürlich lustig, wenn man sie stehen lässt und sagt, ach, guck mal da, da ist immer ja mal gestorben gewesen. Stimmt. So, hin und her. So, der Ofen röstet bereits. Ich glaube, ich bastel mir mal jetzt noch einen zweiten Ofen, weil ich habe es satt, dass das immer so ewig dauert. Ich baue hier Kelles ganzen schön gepflanzten Bäumchen wieder ab. Oh no! Meine schönen Bäumchen. Oh, du kommst mal weg, du Werkbank. Ich könnte eigentlich auch das Haus da drüben abbauen, ne? Du kannst alles machen. Boah, jetzt hat mir eine Axt weggeschmissen. Das Haus steht doch da einfach nur so doof rum. Theoretisch. Ich baue jetzt das Haus ab. So kommt die Werkbank dahin. Oder, ach, das soll ein Stall sein hier, oder was? Jetzt ist es ein Stall. Ein Stall. Ein Schattal. Aber es ist kein sehr. So, hier Kupf rein, da tun wir Aluminium rein. Kein sehr nützlicher auf jeden Fall. Oh, du hast ja schon ein Dach für dein Haus. Meine Güte, stimmt, das kann ich auch mal machen hier nebenbei, während das ganze Zeug kokelt. Mal gucken, ob ich jetzt hier raus. Jawohl, hier kann ich jetzt schön Treppchen bauen. Aus Koppel. Das ist bei mir einfach mal ein stinknormales Steindach. So, so. Und mehr gar nicht, nicht. Jetzt bin ich schon out of cobble. Out of cobble? Out of cobble. Da baue ich mich mal hier Treppe hin. Baust du dich da die Treppe hin? Jawohl. So. Ich glaube, ich fange das hier an, das Dach, oder? Nee, so nicht, so nicht. So machen wir das überhaupt nicht. Doch, so machen wir das. Oder machen wir das nicht so? Mach ich das so, mach ich das nicht so? Machst du das so, machst du das nicht so, machst du das so, machst du das nicht so? Wer weiß es? Ich weiß. Was ist denn da hinten für ein fetter Baum? Das ist, glaube ich, ein einziger Baum. Wie ein einziger Baum? Was? Na, ein einziger riesiger Baum. Oh, okay. Soll ich ihn dir zeigen? Moment. Mann, du verkackte Fliege, geh doch mal weg hier. Beschäftigt, mir eine neue Spitzhacke zu machen. Oh jawohl, jetzt habe ich eine. Mache ich mir auch mal einen Schaufel. So. Brauchst du noch Werkzeug für Eisenwerkzeug? Ja, das wäre cool. Also ein Schwert bräuchte ich auf jeden Fall und eine Axt. Mhm. Wäre ganz cool und hab ich, Spitzhacke. Habe ich alles. Habe ich alles? Kommst du her, dann du kriegen. Oh, dann wir verhandeln. Billig, günstig Preis. Günstig, super Qualität. Nur heute. Noch heute. Gib! Moment, hast du Stickies und Co. Moment, hier. Frupp. Da 7 Eisen, damit okay. Kannst du dir was machen. Oh, das ist eine verkackte Fliege hier, die geht mir so auf den Nerv. Die Fliege wieder. Was macht sie denn? Die nervt mich, die will sich immer auf mich draufsetzen. Ach, diese Fliegen. Also. Mano! So, jetzt machen wir mal das hier. So. Machen wir eine Axt wieder, weil das Butzi braucht ja momentan so viel Holz. Dann. Machen wir mal. Ach, bin ich bekloppt. Stickies, 4 Stück. Dann machen wir mal diesen hier.
Dann machen wir zack, zack. Ach nee, schon wieder eine Axt, bin ich beklappt. Eichensetzling. Sag mal, hast du noch. Ach, ich. Nee, das. Ja, was ich habe noch ich? Zwei Eisen. Hab schon. Okay. Hab schon. Ich sollte mir nämlich mal ein Schwert machen. Oh, da oben fliegt ein Adler, ein Geier. Was? Wo? Den sehe ich hier bei meinem Haus. Ich komme ja raus. Bei meinem Haus. Wenn du da hinten über den See guckst. Ja. Da fliegt ein Geier, oder was das ist. Bestimmt eine Aasgeier. Ich gebe dir meine Zuckerbude. Der will mich bestimmt auffressen. Nein! Ich geh rein. Fress das Butz, denkt er sich. Nein, nicht fress das Butz. Der fliegt nur darum, weil dein Grabstein da steht. Der will jetzt deine Gedärme und dein Knochen abnagen. Sehr viel Spaß. Sehr lecker. Sehr viel Fettknochen. Ach, überhaupt nicht. Da gibt's mal lecker Fettknochen hier. Was? Die Glühbirne eingegangen. Diese silbernen Dinger, die hier rumstehen, die kann man nur mit der Schaufel abbauen. Und was ist das? Aluminium Gravel Ore. Okay. Okay. Diese ganzen Dinger, die da rumstehen, die wir nicht abbauen konnten, die kannst du mit der Schaufel abbauen. Das ist im Prinzip sowas wie Sand, Gravel. Okay. Hier ist wieder Aluminium Gravel Ore.